Vor 1,6 Millionen Jahren soll der Urzeithai Megalodon ausgestorben sein. Doch es gibt nicht wenige, die fest davon überzeugt sind, dass eines der größten Meerestiere aller Zeiten heutzutage immer noch in der Tiefsee lebt. Ihr habt euch dieses Video bei WhatsApp gewünscht und bekommt deswegen jetzt alle wichtigen Facts zum Urzeithai. Wie realistisch ist es wirklich, dass er auch heute noch die Gewässer unsicher macht? Also jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, den Link zu WhatsApp gibt's wie immer am Ende des Videos. Der Urzeithai Megalodon gehört mit zu den größten Haien, die jemals auf der Erde gelebt haben. Er war wirklich riesig. Rekonstruktionen des Kiefers lassen auf eine Körperlänge von 17 Metern schließen. Das ist dreimal so groß wie der weiße Hai. Einige seiner Zähne waren wohl unglaubliche 17 Zentimeter lang, so groß also wie eine menschliche, etwas größere Hand. Und diese Zähne machten es möglich, dass sowohl Wale als auch Delfine auf seiner Speisekarte standen. Es war der Räuber schlechthin ganz oben in der Nahrungskette und hat wohl in warmen und flachen Gewässern seine Beute gejagt. Doch fest steht auch, es gibt keinen Beweis dafür, dass der Urzeithai tatsächlich ausgestorben ist. Und nicht zu vergessen, die Berichte von riesigen Kraken, Seeungeheuern wurden auch jahrzehntelang für Seemannsgarn gehalten, bis sie entdeckt wurden. Erst seit einigen Jahren ist klar, es gibt die Riesenkraken und immer mal wieder tauchen Videos und Fotos im Netz auf, die ihn zeigen sollen, also jetzt den Riesenhai. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Fakten. Die 1. Zeugen berichten von riesigen Haien. Immer mal wieder tauchen Fotos gigantischer Haie auf. Große Diskussionen gab es auch um ein Bild, das in dem Film Megalodon, der Monsterhai lebt, gezeigt wurde. Eine Rücken- und Schwanzflosse neben einem U-Boot. Doch das war kein Dokumentarfilm, sondern eine Mockumentary, also keine echte Dokumentation. Ein Hinweis darauf gab es lediglich im Abspann. Die Wissenschaftler im Film waren Schauspieler und der Hai in gewisser Weise wohl auch. Denn wenn die Proportionen korrekt gewesen wären, hätte es sich um einen 20 Meter langen Hai gehandelt. Also ein Fünftel größer als der Urzeithai. Zudem gibt es auch immer wieder mal Zeichnungen von Leuten, die den Urzeithai gesehen haben wollen. Doch klar ist, Skizzen von Augenzeugen sind keineswegs wissenschaftlich und ein Beleg für seine Existenz. Viel wahrscheinlicher ist es, dass bei der Identifikation ein Fehler passiert ist. Auch Riesenhaie oder viel zu groß dargestellte weiße Haie könnten stattdessen gesichtet worden sein. Die 2. Andere Fischarten leben auch noch, obwohl man sie für ausgestorben hielt. Spricht die Entdeckung des Riesenmaulhais und der Quastenflossler dafür, dass auch der Megalodon noch existiert? Auch bei diesen beiden Fischarten ging man davon aus, dass sie lange ausgestorben seien, seit knapp 65 Millionen Jahren. Und ja, auch der Riesenmaulhai ist groß, 5 Meter etwa, und blieb lange von uns unentdeckt. Ein Beweis ist aber das noch lange nicht, denn auch der Riesenmaulhai hat es uns wirklich schwer gemacht. Sein Hobby ist es, Verstecken zu spielen, und das in großen Tiefen. 3. Der Urzeithai versteckt sich vor uns. Apropos Verstecken, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich der Urzeithai vor uns in extremen Tiefen versteckt? Eher unwahrscheinlich, denn seine Fossilien zeigen, dass er wie gesagt wohl eher in warmen und flachen Gewässern wie beispielsweise Küstengebieten gelebt hat. Zudem gibt es heutzutage Hinweise darauf, dass durch seine Umsiedlung in kältere Gewässer wohl mit ein Grund dafür sein könnte, dass er ausgestorben ist. Konkret gehen wissenschaftliche Studien in renommierten Fachzeitschriften davon aus, dass der Urzeitriesenhai wegen starker Konkurrenz und Beutemangel ausstarb. Und ja, es stimmt, wir haben bisher wirklich nur kleine Teile unserer Ozeane gesehen und erkundet. Doch fest steht auch, dass die meisten Lebewesen in den ersten paar hundert Metern leben. Dort, wo auch Sonnenlicht hinkommt. Und das Leben in extremen Tiefen, das ist schon sehr speziell. Und große Tiere sind dort, bis auf Ausnahmen, ganz weit unten eher selten. Vielleicht hat er sich ja auch zu einem kleineren Hai entwickelt, der auf die Tiefe spezialisiert ist. Ja, und 4. Der Urzeithai hinterlässt Spuren. Bei einem australischen Forschungsprojekt wurde Erstaunliches entdeckt. Eigentlich wollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysieren, wie der weiße Hai Beute macht. Doch dann passierte die Überraschung. Der weiße Hai wurde gefressen. Der Sender von Shark Alpha zeigte plötzlich eine rasante Geschwindigkeit an. Der weiße Hai tauchte in eine Tiefe von 580 Metern. Der Sender verzeichnete zudem einen Temperaturanstieg von 8 Grad Celsius auf 26 Grad Celsius, und das innerhalb von Sekunden. Und das ist tatsächlich eine Temperatur, wie sie in dieser extremen Tiefe nur im Magen eines Tieres herrschen kann.
8 Tage lang passierte nichts. Der Sender zeichnete konstant diese Temperatur auf und bewegte sich irgendwo zwischen 100 Metern und der Wasser, andersrum, 100 Metern und der Wasseroberfläche. Dann wurde er wohl losgelassen und an den Strand gespült. Das Forschungsteam weiß bis heute nicht, wer Shark Alpha so in die Tiefe gezogen hat. War es ein Megalodon? Ausschließen können wir es nicht. Doch es gibt auch andere Erklärungsansätze. Ein Artgenosse, der aufgrund eines genetischen Defekts so groß geraten war beispielsweise. Und das ist tatsächlich die einzige winzige Spur. Ansonsten gibt es keine anderen Entdeckungen, beispielsweise Bissspuren und Narben von Kämpfen an Walen und Delfinen, geschweige denn eine Aufnahme von lebenden Tieren. Wenn ihr als Erste erfahren wollt, wenn dieser Hai tatsächlich aufgespürt wird, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, auch zu allen anderen Themen. Garantiert, ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür draufklicken. Mehr Monsterwellen auf Ozeanen, Gefahr auf dem Meer. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.